Doch beim Kampf um die Macht spielen sie längst in vorderster Reihe mit. Einer von ihnen herrscht über Rom durch seine Marionetten auf dem Thron. Ein anderer ist weitsichtiger und handelt. Den Purpur braucht er nicht mehr. Beide stehen im Konflikt mit den Römern, die glauben, Rom hätte eine Zukunft in der alten Form. Nach Christus wird Rom, die Hauptstadt der Welt, von einem kriegerischen Vandalenstamm geplündert. Die Vandalen kamen aus Nordafrika. Der Schock sitzt tief bei den Römern. Sie sind entsetzt, dass Barbaren in ihr altes kulturelles Zentrum eindringen und buchstäblich alles wegschleppen, was sie haben wollen. Nach Jahrhunderten endloser Angriffe von fremden Stämmen hat Rom schließlich die Herrschaft über den Mittelmeerraum verloren. Verzweifelt gibt das Reich seinen größten Schatz her, das Land selbst. Im Gegenzug für Frieden lässt Rom fremde Volksstämme auf seinem fruchtbaren Boden siedeln. Sie hatten keine andere Wahl, das ist das Problem. Die Römer verhandelten mit ihnen. Ihr seid hier, sagten sie, und wir können euch nicht loswerden. Hier habt ihr Land. Und so gaben die Römer es einfach weg. Seit 75 Jahren sind das Ost- und das Weströmische Reich jetzt offiziell getrennt. Konstantinopel hat nichts an Stärke eingebüßt. Westrom durch die Landvergabe schon. Als Gegenleistung für Land stellen fremde Völker Soldaten für das Reich. Doch diese Rechnung geht nicht auf. Die Kaiser schlossen einen Pakt mit dem Teufel, gewissermaßen. Als sie den Stämmen Land gaben, verzichteten sie auf alle Steuereinnahmen aus diesem Land für den kaiserlichen Schatz. Je mehr Land sie weggaben, umso ärmer wurden sie. Und je ärmer der römische Kaiser wurde, umso mehr Land musste er weggeben. Das römische Reich war in einer tödlichen Abwärtsspirale. Es war nicht neu, dass das Reich auf Söldner, die sogenannten Föderati, angewiesen war. Im 5. Jahrhundert besteht das römische Heer fast ausschließlich aus germanischen Truppen. Die ehemaligen Feinde sind nun Ebenbürtige. Einst Sklaven der Römer, sind sie nun häufig ihre Herren. Meine Eltern sagen, sie waren vielleicht Barbaren, aber ich bin es nicht. Ich bin Legat der römischen Armee. Und sie kämpfen für die Ehre, die mit einer Führungsrolle einhergeht. Tief verwurzelte ethnische Konflikte spalten die Armee, spielen die Soldaten gegeneinander aus. Einheimische gegen Zugewanderte. Doch im Jahre 456 ist ein ehrgeiziger Heerführer fest entschlossen, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Obwohl auch er kein geborener Römer ist. Sein Name lautet Ricima. Ricimas Karriere verlief nach einem Schema, das für fremdstämmige Adlige nicht unüblich war. Er stammte aus einer Seitenlinie des gotischen Königshauses. Deshalb hatte er dort keine Aussicht auf eine Führungsposition. Also verdingte er sich als Offizier im römischen Heer, wo er sich sehr gut bewährte. Ricima ersinnt einen Plan, um seinen Einfluss im Weströmischen Reich stärker auszubauen. Er will seine Armee gegen Roms größten Feind führen, die Vandalen. Das Problem ist nur, zu diesem Zeitpunkt existiert gar kein reguläres römisches Heer. Wenn ein Heerführer Rom in Gefahr sieht, stockt er die Armee,
so gut er kann, mit Hilfe seines eigenen Geldes auf und zieht dann mit ihr in die Schlacht. Ricimer marschiert in das sizilianische Agrigent, um die Vandalen zu stellen, die aus ihrer Festung Karthago herüberkommen. Die Vandalen gehen Ricimer und sein Heer hart an. Sie kennen ihren Feind und das Terrain. Sizilien und Süditalien waren sozusagen ein Bankautomat für die Vandalen. Jedes Frühjahr ruderten sie in ihren Schiffen herüber, lieferten heftige Gefechte und zogen sich dann in ihre Heimat zurück, ohne dass die römischen Überwachungskameras etwas dagegen vermocht hätten. Ricimer rückt mit seinem Heer gegen die Offensive der Vandalen vor. Doch trotz seiner eigenen militärischen Ausbildung ist seine Armee im Nachteil. The Roman Army. Mitte des 5. Jahrhunderts ist die römische Armee nicht mehr dieselbe wie 100 Jahre zuvor. Sie ist wesentlich kleiner, weniger gut ausgerüstet und sicherlich weniger diszipliniert. Es mangelt an Ausbildung und taktischem Geschick. Es ist einfach so, dass eine Horde Germanen gegen eine andere Horde Germanen auszieht. Sie bringen sich so lange gegenseitig um, bis es dunkel wird, irgendeiner aufgibt oder fortrennt, was auch immer. Obwohl es um Können und Disziplin römischer Heere seit Jahrzehnten schlecht bestellt ist, können die Vandalen Ricimers Armee nicht vernichtend schlagen. Die römische Armee reklamiert den Sieg für sich. Nicht für das Reich, sondern für ihren Oberbefehlshaber. Müde vom Kampf kehrt Ricimer als Held zurück. Aber er ist nicht der einzige Heerführer, der Ruhm und Reichtum sucht. Zwei alte Jugendfreunde sind auch sehr ehrgeizig. Majorian und Aegidius. Ricimer, Majorian und Aegidius haben gemeinsam als junge Offiziere gedient. Über Jahre machten sie Seite an Seite Karriere. Und doch bestehen tief verwurzelte Unterschiede. Unter der Oberfläche schwelt ein Konflikt. Die drei stehen für die ethnische Spaltung, die das Reich schwächt. Ein Grund für die persönlichen Spannungen zwischen Aegidius, Ricimer und Majorian liegt in ihrer Herkunft begründet. Aegidius stammt aus Gallien, Majorian aus Italien und Ricimer ist ein Germane, der als Römer leben möchte. Ricimer will zeigen, dass ihm das Reich genauso gut gehören kann wie jedem anderen. Aber der Kampf um die absolute Macht in Rom findet nicht nur unter Ricimer, Majorian und Aegidius statt. Die drei müssen einem neuen Kaiser Treue schwören. Der schwache Anspruch des Avitus beruht allein auf seiner schlagkräftigen gotischen Leibgarde. Die Herrschaft des Avitus stützte sich auf die militärische Unterstützung durch die Goten. Der Gotenkönig war sein einflussreichster Hintermann, in mancher Hinsicht unverzichtbar. Mit dieser gotischen Garde ist Avitus unantastbar. Ricimer und seinen Freunden bleibt nichts anderes übrig, als seine Befehle entgegenzunehmen und abzuwarten, während die alte Galionsfigur den Luxus der Macht genießt und die vordringlichen Probleme des Reichs vernachlässigt. In Nordafrika bringen die Vandalen Roms Getreidenachschub an sich. Nordafrika war der Brotkorb des Reichs. Es lieferte Getreide, das Hauptnahrungsmittel der Menschen, und Olivenöl, den wichtigsten Fettlieferanten für die Küche, wie auch für unzählige andere Zwecke. Weil Getreide fehlt, bricht in den Provinzen Roms Hunger aus. In Rom selbst müssen die Armen stehlen, um zu überleben. Es gibt keine Sicherheit mehr und keinen Komfort. Stattdessen herrschen Aufruhr und Verzweiflung. Es geht alles drunter und drüber, keine Stabilität. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Alles ist ungewiss.
Auch im Kaiserpalast wird die Lage schlechter. Verärgert und ungeduldig verlangen die gotischen Soldaten ihren Sold. Avitus ist verzweifelt. Die römischen Kaiser konnten die germanischen Truppen nicht bar bezahlen, da die Steuereinnahmen stark zurückgegangen waren. Um Militärhilfe zu bekommen, wich der Kaiser auf die einzige feste Währung aus, die ihm geblieben war. Avitus raubte alle Bronze aus den Tempeln, um die Burschen zu bezahlen, die nach Gallien begleitet hatten. Die Goten und sein gotisches Gefolge. Doch durch den Verkauf der Schätze Roms rettet Avitus nur sich selbst. Er verwandelt Rom in ein Armenhaus. Hungrig und ohne Hoffnung randalieren die Römer in den Straßen und verlangen von Avitus, die gotischen Truppen aus Rom zu verbannen. Avitus ist nicht beliebt. Er ist nicht beliebt bei seiner Armee und er ist nicht beliebt bei seinem Befehlshaber Ricimer. In diesem öffentlichen Aufruhr sehen Ricimer und Majorian ihre Chance. Avitus war in einer verzweifelten Lage. Als Ricimer für sich erkannte, dass es keinen Sinn mehr machte, an Avitus festzuhalten, blieb dem Kaiser nur die Flucht. Zwar mag der Kaiser dem Mob auf der Straße entrinnen, aber dem Ehrgeiz Ricimers zu entkommen, erweist sich als schwieriger. Aus Rom vertrieben, flüchtet Avitus über die Alpen westwärts in seine Heimat Gallien. Dort schart er gotische Hilfstruppen um sich, bevor er nach Italien zurückkehrt. Avitus hofft, mit Unterstützung seiner gallischen Landsleute schnell auf den Thron zurückzukehren. Doch als er italienischen Boden betritt, erwarten ihn schon Ricimer und Majorian im Hinterhalt. In diesen Schlachten kämpft Mann gegen Mann, um den Gegner aus nächster Nähe töten zu können. Auf dem Schlachtfeld herrscht Chaos. Überall liegen Leichen, Verwundete schreien. There are dead bodies to climb over. There are injured men yelling. In diesem Blutbad wird die Armee des Avitus vernichtet. Doch Ricimer verschont das Leben des geschlagenen Kaisers. Avitus wird zum Bischof geweiht, für die Stadt, in deren Nähe er besiegt wurde. Warum wurde der abgesetzte Kaiser zum Bischof ernannt? Wohl um zu verhindern, dass er noch einmal militärische Verbindungen spielen lässt. Und damit Ricimer, der ihn abgesetzt hatte, sagen konnte, ich habe den legitimen Kaiser nicht getötet. Ich ermöglichte ihm den Eintritt in den Klerus, was schon immer sein Wunsch war. So wird es in der Öffentlichkeit dargestellt. Doch insgeheim schickt Ricimer einen Attentäter, Majorian. Er soll Avitus zum Schweigen bringen. Die Kirche reichte Ricimer nicht, er wollte ihn vollständig ausschalten. Die Römer in Italien wollten ihre ureigenen Interessen wahren. Mit seiner Absetzung und Ermordung war der gallische Kaiser ein für allemal erledigt. Nun konnten die Römer in die Zukunft blicken und hoffen, dass Italien, dieses Kernland der einstigen Größe Roms, erneut zum Ausgangspunkt eines wiedererstarkten römischen Reiches werden würde. Nachdem Avitus endlich verschwunden ist, feiert Rom. Doch der Strippenzieher hinter diesen Vorgängen macht keine Anstalten, sich selbst als Nachfolger zu proklamieren. Ricimer war klar, dass er als Kaiser niemals bestehen könnte. Es wäre nie akzeptabel gewesen, wenn ein barbarischer Kriegsherr, selbst von königlichem Geblüt, den römischen Kaiserthron bestiegen hätte. Keiner dieser Männer hat das je ernsthaft erhoben. Stattdessen setzt Ricimer eine Marionette auf den Thron.
seinen besten Freund. Der Mann, den Ricimer zum Kaiser machen wollte, stammte aus Italien. Ricimer wusste sehr genau, dass die römische Oberschicht in Italien Majorian akzeptieren würde. Sie wollte nämlich einen Kaiser aus dem Römischen Reich. Ricimer wollte hinter dem Thron die Fäden ziehen, nachdem er Majorian, diesen guten Römer, zum Kaiser gemacht hatte. Hinter dem Vorhang wollte er die Fäden ziehen. So dachte er sich das. Mit dem neuen Kaiser Majorian sind die drei Freunde ganz oben. Ricimer wird Reichsfeldherr im Imperium Romanum. Aegidius wird in seine Heimat Gallien abkommandiert. Wird der Dreierbund halten? Aegidius ist recht erfolgreich. Wir haben einige Quellen, die Gutes über ihn berichten, als Kommandeur wie als Privatmann. Er scheint ein sehr charismatischer und erfolgreicher militärischer Führer gewesen zu sein. Aegidius sichert seine Armeebasis in Gallien, nahe bei Augusta Suessionum, dem heutigen Soissons. Doch mit den Franken im Norden, den Westgoten im Westen und den Burgundern im Osten ist er umzingelt von germanischen Völkern. Aegidius und seine Männer zeigen sich den ständigen Angriffen dieser Feinde gewachsen, fest entschlossen, Gallien zu verteidigen. Aegidius war Römer gallischer Herkunft, mit großer militärischer und diplomatischer Erfahrung. Man hoffte, er könne in Zukunft vor allem die Goten an Einfällen nach Gallien hindern, den kleinen Teil Galliens, der noch zum Römischen Reich gehörte. Die endlosen Angriffe schwächen seine schwache Armee noch mehr. Aber Aegidius weigert sich, ihnen endgültig nachzugeben. In der Mitte des 5. Jahrhunderts bestand noch Hoffnung für Aegidius. Er klammert sich daran fest und hofft auf eine Wiederherstellung der römischen Macht. Weil Aegidius in Gallien ist, glaubt Ricimer leichtes Spiel zu haben. Aber Majorian hat andere Pläne. Ricimer muss erkennen, dass Majorian fest entschlossen ist, sein Amt auch auszuüben und keine Galionsfigur sein will. Er setzt alles daran, Ricimer ins Abseits zu drängen und versucht, die wichtigen militärischen Entscheidungen alleine zu treffen. Majorian ist ein beispielhafter Kaiser, sehr dynamisch und effizient. Er sieht die Probleme des Reichs und ist entschlossen, für Abhilfe zu sorgen. Majorian plant einen Feldzug gegen den Vandalenkönig Geiserich. Ricimer lässt er außen vor und das lässt sich Ricimer nicht bieten. Majorian führt seine Truppen nach Gallien und südwärts nach Spanien, um eine Seeschlacht gegen die Vandalen in Nordafrika vorzubereiten. Majorian beauftragt Zimmerleute, die stärksten und schnellsten Schiffe zu bauen, in der Hoffnung, die große Flotte des Vandalenkönigs Geiserich zu versenken. Majorian wollte die Vandalen aus Nordafrika vertreiben, um Roms wichtigste Nahrungsquelle und Steuerprovinz zurückzugewinnen. Majorian errichtet sein Lager nahe der Mittelmeerküste. Er trifft alle Vorsichtsmaßnahmen für seine wichtige und teure Mission. Alles spricht dafür, dass Majorian sehr vorsichtig vorging. Er schickt Spähtrupps durch die Straße von Gibraltar und erkundet, ob er bei seiner Landeoperation mit der Unterstützung der örtlichen Bevölkerung rechnen kann. Es ist nicht gerade D-Day, doch für die Standards der damaligen Zeit handelte es sich schon um eine äußerst imposante Militäraktion zur See. Doch dann kommt es nachts zu einer Katastrophe, trotz Majorians Vorsichtsmaßnahmen.
Geiserichs Männer stecken die römische Flotte in Brand. Die Vandalen sind wieder einmal zu gerissen für die Römer. Sie können die Vandalen einfach nicht besiegen, aus vielen Gründen. Sie kommen zu Fall, bevor sie überhaupt starten. Die Operation scheiterte auf halber Strecke, dabei waren die Römer bis dahin siegreich gewesen. Hätte Majorian Afrika zurückerobert, wäre er unantastbar gewesen. Doch die Mission war ein Reinfall, die Invasion ein Desaster. Die Flotte, die die Soldaten über das Mittelmeer bringen sollte, ging in Flammen auf, und zwar dort, wo sie in Dienst gestellt wurde. Majorian kehrt nach Italien zurück, entmutigt. Sein großer Plan, Nordafrika zurückzuerobern, ist gescheitert. Das ist demütigend für Majorian. Nach dem römischen Konzept von Macht und Ehre war dieser Kaiser gedemütigt worden, obwohl er nichts dafür konnte und so nicht als Vorbild für seine Männer taugte. Er wurde gedemütigt. Auf einer waldumsäumten Straße nach Rom fängt ein Soldatentrupp den Kaiser ab. Es ist die Ehrengarde Ricimas, seines alten Freundes. Majorian war der erste militärisch geschulte Kaiser, den Rom nach vielen, vielen Jahren hatte. Doch nach dem fehlgeschlagenen Vandalenfeldzug beschloss Ricimer, warum auch immer, ihn loszuwerden. Vielleicht spielten da auch noch andere Dinge eine Rolle. Vielleicht hätte Majorian Ricimer den schwarzen Peter zugeschoben. Oder umgekehrt, das weiß man nicht. Johannes von Antiochien schreibt nicht lange danach: Ricimer und seine Soldaten nahmen ihn gefangen, nahmen ihm den Purpur und die Krone ab, schlugen und köpften ihn. So endete Majorians Leben. Ein Bote macht sich auf den langen Weg zum weit entfernten römischen Außenposten bei Soissons in Gallien, um Aegidius die schlechte Nachricht von Majorians Ermordung zu überbringen. Aegidius' Antwort mag gelautet haben, er, Majorian und Ricimer seien doch immer Freunde gewesen und hätten seit Jahrzehnten zusammen gedient. Wie war es nun um ihn bestellt? Seine Legitimation verdankte er Majorian, der ihn berufen hatte. Doch der war nun entehrt und tot. Aegidius' Zukunft sah also nicht besonders rosig aus. Nach Majorians Tod sieht Aegidius keinen Sinn mehr darin, mit Ricimer weiter zusammenzuarbeiten. Er löst sich von ihm und weigert sich, Ricimer und seine neue Regierung anzuerkennen. Sein kleines Stückchen Gallien regiert er wie ein unabhängiges Königreich. Aegidius muss seine Soldaten in Alarm versetzen. Dass er sich so erklärt, bedeutet Krieg mit Ricimer. Da er Ricimers Herrschaft im Imperium nicht anerkennt, betrachtet Aegidius sein Herrschaftsgebiet um Soissons als letztes legitimes Überbleibsel des Römischen Reichs. Nichts lässt darauf schließen, dass sie Befehle von Ricimer oder sonst jemandem aus Rom befolgt hätten. Sie sind ganz auf sich gestellt, vollkommen unabhängig. Das Weströmische Reich ist geteilt. Auch Ricimer bereitet sich in Rom auf Krieg vor. Doch zuerst muss er einen neuen Kaiser nach seinem Geschmack finden. Diesmal gibt es keinen Disput. Der Mann, den er auswählt, ist nichts anderes als eine Marionette. Livius Severus. No one wants to be emperor. Niemand möchte Kaiser werden. Keiner braucht diesen Job. Der Einzige, der einen Kaiser braucht, ist der Generalissimus selbst. Er braucht ihn, niemand sonst. Also ernennt Ricimer Livius Severus zum Nachfolger Majorians. Mit dem neuen Kaiser Severus an seiner Seite kann Ricimer nach Lust und Laune herrschen.
Und nichts würde ihm mehr Freude bereiten, als Aegidius loszuwerden. Ein für allemal. In Gallien sind die Vorbereitungen von Aegidius für einen Krieg mit seinem Jugendfreund Rizima weiter fortgeschritten. Er weiß, es gibt keinen anderen Weg. Er mag gedacht haben, dass er immer noch Teil hätte an diesem Spiel. Dass es zwei Heerführer gäbe, die das Sagen hätten, Rizima und Aegidius. Doch dann musste Aegidius erkennen, dass er als Mitspieler nicht mehr gefragt war. Niemand brauchte seinen Rat. Er verlor seinen Part in diesem ehemaligen Dreierbündnis. Jetzt ist er auf sich selbst gestellt. Aber Rizima macht schon Pläne, den Angriff von Aegidius abzuwehren. Kaiser Severus hat er unter Kontrolle. Jetzt macht Rizima einen Handel mit den einstigen Feinden Roms, den Goten. Rizima nahm die von Aegidius beabsichtigte Invasion Italiens sehr ernst. Und er handelte klug. Er verbündete sich mit den Goten, die Aegidius im Rücken lagen. Goten, Aegidius, Italien. Rizima wusste, wenn die Goten Aegidius unter Druck setzen, könnte Aegidius nicht in Italien einfallen. Und so passierte es dann auch. Wie bei ihm üblich, schiebt Rizima für die Schmutzarbeit andere vor. Severus ist Rizimas perfekte Marionette. Es gefällt dem Kaiser, gegen Aegidius ins Feld zu ziehen. Als Aegidius' Truppen sein Herrschaftsgebiet um Soissons verlassen, um nach Süden zu marschieren, greifen ihn Rizimas Goten vor Cenabum an, dem heutigen Orléans. Anfangs brüllen sich die gegnerischen Seiten nur an, ähnlich wie beim Anstoß zu einem Fußballspiel. Es gab ein spezielles Wort dafür. Alles beginnt mit einem leisen Brummen, bis sich schließlich die Soldaten die Seele aus dem Hals brüllen. Anschließend bombardiert man sich gegenseitig mit Wurfgeschossen. Aegidius und seine Truppen haben große Mühe, gegen diese kampfkräftige Gotenarmee auf dem Schlachtfeld zu bestehen. Die Goten verstanden es, rasend schnell vorzupreschen und sehr scharfe, schwere Äxte zu schleudern, um entweder den Schild des Gegners oder, so das Glück es wollte, den Mann dahinter zu treffen. Die Goten werden für diesen Angriff bezahlt, aber Aegidius kämpft für das Überleben Roms. Er bleibt siegreich, doch seine Verluste sind groß. Im Feldlazarett erholen sich Aegidius und seine Soldaten vom Überfall der Goten. Aber er weiß, es wird weitergehen. Aegidius hat alle Hände voll zu tun. Da Rizima mit den Königreichen in seiner Nachbarschaft paktiert, muss er sich zuerst mit diesen auseinandersetzen. Er muss seine ganze Kraft auf Gallien konzentrieren und hat keinerlei Möglichkeit, seine Truppen zu verstärken, um in Italien einzugreifen. Ihm fehlen einfach die nötigen Mittel. Um Rizimas Truppen in Rom zu schlagen, unterbreitet Aegidius ein ungewöhnliches Angebot. Aegidius entsendet einen Boten zu Roms erbittertstem Feind im Süden. Der Vandalenkönig Geiserich hat vor gut 20 Jahren Nordafrika erobert, den Brotkorb des Reichs. Er schickt eine Abordnung, um etwas auszuhandeln. Aegidius muss sich besorgt gefragt haben, wie dies öffentlich aufgenommen würde, falls es bekannt wäre. Die Leute könnten denken, wenn wir solch ein Abkommen mit den Vandalen schließen, dann sieht unsere Zukunft rosig aus. Aber auch, was werden wir für so einen Handel zahlen müssen, mit Leuten, die uns den kostbarsten, reichsten Teil unseres Reichs geraubt haben. Nach einer Reise durch Gallien und Spanien erreichen die Gesandten des Aegidius Nordafrika. Im Lager der Vandalen überbringen die Boten sein Angebot.
Aegidius mag in Geiserich einen Verbündeten gesucht haben, weil sie einen gemeinsamen Feind hatten, Ricimer in Italien. Könnte Ricimer zwischen Gallien und Nordafrika eingeschlossen werden, so wäre das für Ricimer eventuell gefährlich geworden. Der Vandalenkönig Geiserich könnte die letzte große Hoffnung für das Weiterleben des Reiches sein. Tausende von Kilometern vom Vandalenreich in Nordafrika entfernt, kann Aegidius die Antwort nur abwarten. Genaues weiß man nicht. Ich halte es aber für wahrscheinlich, dass die Abgesandten des Aegidius die Vandalen erreichten und Verhandlungen stattfanden. Mehr lässt sich nicht sagen. Die Zeit lief Aegidius davon. Und Ricimers Meuchelmörder sorgen dafür, dass er seinen Traum von einem wiedererstarkenden Reich nicht verwirklichen kann. Es scheint sich um ein erfolgversprechendes Vorgehen von Aegidius gehandelt zu haben. Seine Feinde sahen sich veranlasst, ihn durch Verrat aus dem Weg zu räumen, weil sie ihn im direkten Kampf nicht hätten besiegen können. Nachdem Aegidius aus dem Weg geräumt ist, wächst Ricimers Machthunger mehr und mehr. Jetzt macht er auch vor seinem Marionettenkaiser nicht mehr Halt. Ricimer hebt eine Reihe von Kaisern auf den Thron und stürzt sie wieder, immer auf der Suche nach einem Frontmann ohne eigene Ambitionen, hinter dessen Rücken Ricimer seine Macht ausüben kann. Doch sobald Ricimer eine Marionette auf den römischen Thron gehoben hatte, wollte diese nicht länger eine Marionette sein. Das war das Problem. Ricimer hat jetzt absolute Macht. Ehrgeiz und Blutdurst scheinen keine Grenzen mehr zu kennen. 2 Jahre lang regiert er Rom, ohne einen Kaiser zu ernennen. Die Vandalen verwüsten weiterhin Italien. Während Ricimer regiert, zerstören sie immer mehr vom Reich, Stück für Stück. Das Westreich zerfällt rapide. Das Römische Reich bricht nicht im eigentlichen Sinn zusammen. Es zersplittert einfach, bis der Kaisertitel irgendwann bedeutungslos wird. Ricimers Wehrlosigkeit gegenüber den Vandalen wird bald zu diesem Ende führen. Als die Vandalen die Küste des Ostreiches angreifen, sieht sich Konstantinopel schließlich gezwungen, gegen Ricimer vorzugehen, bevor es zu spät ist. Im Innern seines Palastes hackt Ostkaiser Leo einen Plan aus, wie er Westrom von Ricimer und den Vandalen befreien kann. Leo will die Vandalen aufhalten und schickt daher Anthemius. Anthemius ist der Schwiegersohn seines Vorgängers auf dem Thron. Anthemius hatte einen größeren Anspruch auf den Thron als Leo. Leo schlägt 2 Fliegen mit einer Klappe. Er beseitigt einen potenziellen Opponenten und schenkt dem Westreich einen kompetenten Kaiser. Die Familie von Anthemius bezieht er in seinen schlauen Plan ein. Auf Leos Geheiß tauschen sie ihre Heimatstadt Konstantinopel gegen Ricimers Palast in Rom. Alypia, die junge Tochter von Anthemius, soll Ricimer heiraten, um den Ehrgeiz des blutbefleckten Machthabers zu zügeln, während Anthemius den weströmischen Thron besteigt. Westrom schien nichts dagegen zu haben. Ricimer, der wahre Herrscher im Westen, hieß Anthemius willkommen und heiratete seine Tochter Alypia. Es schien, als nähmen die Dinge einen guten Verlauf und das Blatt könne sich zum Guten wenden.
Doch beide Seiten hatten sich verkalkuliert. Anthemius war eben vom Ostreich geschickt worden. Er agierte wie ein Kaiser und tat nicht immer das, was Ricimer wollte. nach Christus finanziert der oströmische Kaiser Leo einen Großangriff auf Geiserich und das Vandalenreich in Sizilien. Die oströmischen Truppen halfen den Weströmischen nur, wenn Ostroms eigene Interessen auf dem Spiel standen. Meistens ging es dann gegen die Vandalen, weil diese einen riesigen Hafen und eine Flotte besaßen. Das war der Anlass für den Feldzug von 468. Die Vandalen waren damals in der Lage, Ostrom von allen Seiten anzugreifen. Ricimer kann nicht hinnehmen, dass Anthemius, den Ostrom stützt, seine eigene Machtposition schwächt. Zu dieser Zeit waren die weströmischen Kaiser reine Galionsfiguren. Ricimer traf die eigentlichen Entscheidungen, rief Kaiser aus, stürzte sie und führte militärische Operationen eigenmächtig durch. Doch nun war da Anthemius, der dieses Machtspiel auch perfekt beherrschte. Von Eifersucht getrieben sabotiert Ricimer den Angriff. Er mordet Roms eigene Befehlshaber und schwächt damit die Truppen des Kaiserreiches. Alles fällt auseinander. Unglücklicherweise auch die Flotte, deren Kommandeur Leos Schwager ist. Die Schiffe gehen in Flammen auf. Es herrscht das reine Chaos. Nach der verheerenden Niederlage der Römer in Sizilien rekrutiert Ricimer in Mailand monatelang Truppen, bevor er zu einem groß angelegten Schlag gegen Anthemius in Rom ausholt. Ricimer rückt mit seinen Truppen an und belagert 9 Monate lang Anthemius in Rom, bis die Stadt schließlich fällt. Während der Belagerung schickte Rom Abgesandte zu Leo mit der Botschaft: Hier ist die Hölle los, es herrscht Bürgerkrieg, unternimm etwas. Doch die Zeit reicht nicht aus, Rom vor Ricimers Hass zu schützen. Anthemius bleibt nur die Flucht. Die Szene wirkt vertraut. Der entmachtete Anthemius sucht Schutz in einer Kirche. Wir wissen, dass die Belagerer Anfang Juli 472 Rom einnahmen und die Anhänger von Anthemius das Weite suchten. Anthemius verkleidete sich als Bettler. Wahrscheinlich wurde er am Schrein des Märtyrers Chrysogonus gestellt. Doch diesmal heuert Ricimer keinen Attentäter an, um den Kaiser zum Schweigen zu bringen. Auf den Stufen zum Altar, im Angesicht des Kreuzes, tötet er Kaiser Anthemius persönlich. Er wurde praktisch hingerichtet. Wahrscheinlich später der Kopf abgeschnitten, so war das üblich. Und sein Kopf wurde wohl auf einen Spieß gesteckt und rumgezeigt. Ricimer läuft zu großer Form auf. Wieder einmal erkämpft er seinen Platz in Rom mit Blut und Stahl und hinterlässt eine Spur von Leichen. Wieder kaiserlos fällt Rom in Anarchie und Gewalt zurück. Fremde Völker, die in Italiens Städte einfallen, treffen auf wenig Widerstand. Sie vergewaltigen, rauben und plündern, greifen Städte an und verschwinden wieder. Das müssen die Menschen Jahr für Jahr über sich ergehen lassen. Es gibt keine Stabilität. Ricimer unternimmt nichts gegen diese Selbstzerstörung des Reiches. Wie immer ist er sich selbst der Nächste. Er zieht seine Macht aus der Schwäche des Reichs. Eine eigenartige Situation. Es scheint kein richtiger Kaiser gebraucht zu werden. Es findet sich auch keine herausragende Persönlichkeit, die Heerführer der westlichen Legionen werden könnte.
Man fragt sich, warum es überhaupt ein kaiserliches Regierungssystem gibt. Die bürgerliche Gesellschaft fällt durch das Netz des Systems, das wir mit dem Römischen Reich verbinden. Ricimer ist für seine Karriere und seine Macht über Leichen gegangen, sowohl bei Barbaren als auch bei Römern. Jetzt ist er allein, Herrscher eines Reichs, doch nur dem Namen nach. Aus so turbulenten Zeiten können auch Einzelheiten über Ricimers Tod nur bruchstückhaft überliefert sein. Priscus, die einzige Quelle, berichtet, er sei gestorben, während er ungeheure Mengen Blut spuckte. Es ist nicht bekannt, was es war, ein Magengeschwür oder Krebs. Die Quellen geben keinen Aufschluss darüber. Als der Strippenzieher stirbt, geht auch Westrom seinem Ende entgegen. Ricimer hatte aller Welt vor Augen geführt, dass Rom keine Kaiser mehr benötigt. Zumindest nicht die Schwachen, die in seiner Lebenszeit über das Westreich geherrscht haben. Längst haben Kräfte die Oberhand gewonnen, die sich nicht mehr so einfach beeinflussen lassen. Interner Streit und die Bedrohung von außen, auch durch unbekannte Völker, die nach Westen dringen, werden in relativ kurzer Zeit dem Weströmischen Reich ein Ende bereiten. Doch noch ist das Ende nicht gekommen. Einige Römer wie Flavius Orestes haben noch Hoffnung, dass das Reich stabilisiert werden kann. Viel nüchterner sehen die Situation Germanen wie Odoaker. Der Hunnenkönig Attila steht am Anfang des Endes von Rom. Rom konnte ihm kaum noch etwas entgegensetzen. Das Reich war krisengeschüttelt. Barbarenstämme erzeugten zunehmenden Druck, um ins Reich einzudringen. Vor allem machte der enorme finanzielle Druck Rom zu schaffen. Dem Reich fehlten die nötigen Steuereinnahmen, um eine schlagkräftige Armee und eine gesunde Infrastruktur am Leben zu erhalten. Doch ohne gut ausgerüstete Armee ist Rom machtlos gegenüber dem Ansturm der wohl wildesten Barbarenhorde, die das Reich je gesehen hat. Die Hunnen und ihr grausamer König Attila. Der Chronist Kallinus schildert ihre Rohheit. Die barbarischen Hunnen waren so stark, dass sie mehr als 100 Städte einnahmen. Das Morden und Blutvergießen forderte so viele Opfer, dass man die Toten nicht zählen konnte. Die Hunnen, ein Nomadenvolk aus dem Osten, verwüsteten noch das wenige, das vom früheren Reich übrig war. Es gibt keinen geordneten Staat mehr im Westen. Das Westreich ist aufgelöst, zerfallen. So viele unterschiedliche Gruppierungen, Armeen und Mächte wetteifern um die Führung, sodass es überhaupt keine Führung mehr gibt. Die oströmische Hauptstadt Konstantinopel widersteht den Hunnen. Aber das schwache Westreich bekommt das volle Ausmaß ihres Expansionsdrangs zu spüren und ist gezwungen, die römische Provinz Pannonien an den Hunnen Attila abzutreten. Auf dem früheren Gebiet ihres Reichs müssen Römer nun die Befehle von Hunnen entgegennehmen. Römer und Barbaren sind gut durch Sprache, Kleidung, Geruch und Frisur zu unterscheiden. Obwohl sich zu diesem Zeitpunkt die unterschiedlichen Völker aneinander gewöhnt haben, sind ethnische Spannungen nie ganz überbrückt worden. Nur ein Römer gibt sich in dieser prekären Lage ganz entspannt. Er sieht sogar eine Chance in Attilas Regime. Sein Name ist Flavius Orestes. Der Römer Orestes wuchs in einem Gebiet auf, in dem die Hunnen regierten. Er bekleidete eine hohe Stellung am Hofe Attilas. Mag das Reich auch langsam untergehen? Attila hegt dennoch große Wertschätzung für das römische Erbe, das Orestes und andere Männer Pannoniens verkörpern.
Sie sind Römer, weil sie wie Römer sprechen. Sie gehen wie Römer. Sie verkörpern noch die Kultur, die Gesellschaft und alles andere, das einen Römer ausmacht. Das wird noch jahrhundertelang so weitergehen. Weil er lesen und schreiben kann, setzt sich Orestes von den vielen germanischen Verbündeten Attilas ab. Schnell steigt Orestes zum Sekretär des Herrschers auf. Orestes begriff, dass Attila eine wahrhaft politische Vision hatte, indem er Hunnen und Römer durch Heirat und politische Bündnisse verschmolz, um im Norden ein neues Reich zu errichten. Weil er täglich mit Attila zusammen ist, erlebt Orestes aus erster Hand, wie grausam die Justiz der Barbaren ist. Als empfindsamer Römer fühlt er sich oft abgestoßen. Man muss einräumen, dass es ethnische Spannungen zwischen Barbaren und Römern gab. Die Probleme ähnelten unseren heutigen. Angehörige unterschiedlicher Kulturen müssen in wichtigen Dingen kooperieren und sich einander annähern. Doch immer wieder kommt es zu Spannungen. Obwohl Orestes sich von vielem abgestoßen fühlt, erwacht in ihm unter Attilas Schutz der Ehrgeiz nach Größerem. Während seiner Dienstzeit am Hofe Attilas erlebte Orestes, wie dieser Herrscher aus dem Nichts eine Nation entstehen ließ. Er erkannte vor allem, dass es eine Chance gab, ein neues Imperium Romanum zu schaffen, unter der Führung eines Königs, der die Stärke von Barbaren und Römern vereinte, um Rom im alten Glanz erstehen zu lassen. So wie es unter den Gründern, den Königen, gewesen sein musste. Obwohl Orestes unter der Herrschaft der Hunnen lebt, bleibt er Römer und sieht sich und sein Volk als überlegen an. Er sehnt sich danach, das einst so große Reich zu seinen römischen Wurzeln zurückzuführen. 453 nach Christus, während Ricimer in Rom noch seine Karriere plant, findet Attila in seiner Hochzeitsnacht ein jähes Ende, das auch zum Niedergang der Hunnenherrschaft führt. Seine Braut findet ihn tot. Ein Blutgefäß ist geplatzt. Aus schierer Angst verbringt sie die Nacht bei der Leiche. Der Chronist Jordanes im 6. Jahrhundert: Er fiel, doch nicht durch Wunde oder Feind, noch durch Verrat, sondern glückselig und froh und ohne Schmerzen. Doch sein Tod kann Rom nicht retten. Durch dieses Machtvakuum fallen immer mehr fremde Völker aus dem Osten in das Westreich ein. In den folgenden Jahren werden Roms Städte zu Ruinen. Hunger regiert, Bettler füllen die Straßen. Orestes geht auf Wanderschaft, ein Mann ohne Einfluss. Er sucht sein Glück in einem Land, das um sein Überleben kämpft. Je nach Region bricht die Infrastruktur mehr oder weniger schnell zusammen. Aquädukte werden baufällig und können nicht mehr repariert werden. Die Qualität der Töpferwaren lässt mancherorts zu wünschen übrig. Es wird hektischer, die Straßen werden schlechter, das gewohnte Leben bricht zusammen. Es ist eine Zeit schwindender Hoffnung, verhungernder Kinder. Einzelheiten über die Reisen des Orestes sind uns nicht überliefert. Doch als echter Römer weigert er sich zu glauben, dass das Reich dem Untergang preisgegeben und die in ihm verankerte Humanität und Kultur verloren sei. Sein Ziel ist es, eines Tages seine Schritte nach Rom zu lenken. Rom kollabierte physisch weitaus schneller als psychologisch. Vielen fiel es schwer zu akzeptieren, Rom könne untergehen. Die Menschen glaubten, solange ein Kaiser auf dem Thron säße und solange noch die Stadt von Mauern umgeben sei, gäbe es auch Rom. Solange da noch jemand sei, der an Rom glaube, solange existiere das Imperium Romanum. Nach Jahren eines unerträglichen Drucks germanischer Stämme auf die Grenzen sieht sich Rom Mitte des 5. Jahrhunderts zu einem Abkommen mit den mächtigen Burgundern gezwungen. Wie viele andere germanische Stämme sind die Burgunder aus Skandinavien gekommen. Sie dürfen sich im Süden Galliens ansiedeln.
Die Randgebiete des Reichs gehen als erste verloren. Es geschieht ganz langsam. Hier und dort wird ein Stückchen aufgegeben. Der Verlauf gleicht dem Kältetod. Der Körper ist so programmiert, dass vor allem Gehirn, Herz und andere wesentliche Organe überleben. Erst verschwinden Finger, Zehen, Füße, Hände. Ähnlich ergeht es dem Römischen Reich. Als Gegenleistung für die Landzuweisung müssen die Burgunder dem Reich Söldner stellen. Doch dieses Abkommen verschlimmert nur noch Roms prekäre Lage. Je mehr Land sie den Barbaren übereignen, das ja eine große Einnahmequelle darstellt, desto weniger Geld kommt herein. Je weniger Geld nach Rom fließt, umso mehr Land muss das Reich weggeben, um seine Armeen mit Hilfe der Barbaren zu verstärken. Es ist eine teuflische Spirale, die zunehmend auf einen finanziellen Zusammenbruch hinausläuft. Gundobad, der Anführer der Burgunder, ist Sohn eines mächtigen Stammesfürsten. Und je schwächer und abhängiger das Imperium von seinen Söldnern wird, desto größer wird auch sein Ansehen in Rom. In der Reichshauptstadt wird Gundobad zum Soldatenführer ernannt. Doch er kontrolliert nicht nur die Armee, er kürt auch Roms Kaiser, Glycerius. Gundobad entschied sich für ihn, weil er ihn für einen loyalen Mann hielt. Und natürlich muss Glycerius zu Gundobads Wohlgefallen regieren. Um das richtig zu machen, ist er außerdem auf Gundobads Hilfe angewiesen. Im großen kaiserlichen Thronsaal sind mehr Germanen als Römer versammelt. Zu diesem Zeitpunkt besteht die weströmische Armee zum größten Teil, wenn nicht sogar vollständig, aus Barbaren. Wahrscheinlich sind auch noch Römer vertreten. Aber zum größten Teil ist die Armee eine Ansammlung von Kleinasiaten, Germanen und Angehörigen vieler fremder Völker. Für die Söldner des Glycerius ist ein fremdstämmiger Krieger verantwortlich, Odoaker. Odoaker bekam einen Posten bei der kaiserlichen Garde, nahe am Zentrum der Macht. Sicher, weil er militärische Kompetenz und Führungsqualitäten demonstriert hatte. Das ist das Rom, das Orestes nach seinen vielen Reisen vorfindet. Bei seinem ersten Treffen mit Odoaker weiß er noch nicht, wie tiefgreifend die Veränderungen sind, die gerade vor sich gehen. In den 70er Jahren des 5. Jahrhunderts hat Westrom schon viel an Macht verloren. Doch scheint nicht allen klar zu sein, dass das Reich dem Untergang geweiht ist. Es könnte sich auch um eine momentane Schwäche handeln. Und wären die Dinge anders gelaufen, dann hätte sich das Reich vielleicht erholen können. Orestes diplomatische Erfahrung verhilft ihm zu einer hohen Position in der kaiserlichen Armee. Überrascht stellt er fest, dass Odoaker, ein niedriger Barbar, ihm gleichgestellt ist. Beide waren augenscheinlich äußerst ehrgeizig. Sie hatten beide viel durchgemacht. Orestes war am Hof des blutrünstigen Hunnenkönigs Attila. Odoaker hatte es als Heerführer in Rom vom armen Schlucker zum reichen Mann gebracht. Aufgrund ihrer Ambitionen und besonderen Fähigkeiten hätten sie sich miteinander messen können. Jeder von ihnen sieht das Reich anders. Einer mit den Augen des Römers, der andere mit denen des Goten. In der Vergangenheit hatte Rom seine ausländischen Söldner in die Armee integriert. Im 5. Jahrhundert bleiben die Germanen unter sich. Sie haben eigene Kleidung, eigenes Essen, eine eigene Kultur, eine eigene Struktur. Verwaltung, Politik und Militär sind römisch geprägt und dennoch sind die Germanen nicht romanisiert. Gundobads Krieger stehen auf derselben Rangstufe im kaiserlichen Heer wie ihre römischen Kameraden. Die Armee des Glycerius, also die, über die Gundobad verfügt, bestand wohl aus verschiedenen Gruppierungen. Ohne Frage aus burgundischen Soldaten, aber auch aus anderen Völkern. Gemeinsam bilden sie die Armee in Italien.
In der römischen Armee scheint es zeitweilig Spannungen zwischen den römischen und nichtrömischen Soldaten gegeben zu haben. Die römischen glaubten wohl, Anspruch auf Anerkennung ihrer Führungsrolle zu haben. Die Fremden sollten weniger Ansehen genießen, weil sie Barbaren sind. Die auf Einigkeit aufbauende Stärke des römischen Heeres wird verspielt, als unter den Soldaten Gewalt ausbricht und es zur Spaltung kommt. Der diplomatisch versierte Orestes muss erkennen, dass selbst er hier nicht vermitteln kann. Im Kampf gegen die Goten in Gallien gibt es große Verluste. Die römischen Soldaten stellen jetzt die Bündnistreue ihrer nichtrömischen Kameraden in Frage. Zu dieser Zeit verfolgt jeder seine eigenen Interessen. Die Lage wird immer unübersichtlicher. Die Interessen der einzelnen Gruppierungen divergieren, selbst in den Reihen der Römer. Auf dem Schlachtfeld herrscht Chaos. Die Legionäre kämpfen nicht mehr gemeinsam für Rom, sondern jeder kämpft nur für sich selbst. Als das geschwächte Westrom seine Feinde nicht mehr davon abhalten kann, die Mittelmeerküste zu plündern, greift Konstantinopel ein. Der alternde oströmische Kaiser Leo fühlt sich in seiner stark befestigten Hauptstadt Konstantinopel sicher. Die Wahrheit ist, Mitte des 5. Jahrhunderts gab es einen klar abgegrenzten östlichen und westlichen Teil. Ostrom blüht und gedeiht, Westrom nicht. Indem er Glycerius für Roms missliche Lage verantwortlich macht, hofft Leo, seinen eigenen Machtbereich ausdehnen zu können, und ernennt einen neuen Kaiser, Julius Nepos. Die Wahl fiel auf Nepos, wegen der Stellung, die er am Hofe bekleidete. Er hatte eine gute Position und war durch Heirat mit Kaiser Leo verwandt. Er schien der richtige Mann für einen Feldzug nach Italien zu sein. Im Jahre 474 stellt Nepos eine Armee auf und verlässt mit seinen Truppen Konstantinopel. Das Ziel: Italien. Der Osten versucht, seinen Einflussbereich nach Westen auszudehnen und einen Ersatz für Glycerius zu finden. Das ist nicht überraschend. Als neu ernannter Kaiser muss Nepos einiges unter Beweis stellen. Er hat noch viel mehr zu verlieren, falls er das Westreich nicht aus der Gewalt der Fremden befreien kann. Als die Schiffe mit Nepos und seinen Truppen aus Konstantinopel auslaufen, muss Glycerius seine Armee so ausrüsten, dass sie dem Ansturm auf Rom standhalten kann. Als Glycerius Orestes und Odoaker befiehlt, ihre Truppen für den Kampf zu rüsten, erkennt er die Treulosigkeit seiner Söldner. Gundobad und seine burgundischen Truppen lassen ihn im Stich, in der Stunde der Not. Gundobad legt seinen Posten einfach nieder, um zu Hause Burgunderkönig zu werden. Das ist für ihn sicherlich viel attraktiver als ein Generalposten bei Glycerius. Aufgrund ihrer nichtrömischen Abstammung haben die Soldaten ganz andere Interessen, als Mitglieder einer Bürgermiliz sie gehabt hätten. Ohne die Hilfe der Burgunder können selbst die Armeen von Odoaker und Orestes den Kaiser nicht vor dem anrückenden Nepos schützen. Als Nepos kurz vor Rom steht, kommt ihm Glycerius entgegen. Nicht um zu kämpfen, sondern um Gnade zu erbitten. Glycerius konnte auf keinen militärischen Rückhalt zählen, weder aus den Reihen seiner Söldner noch von seinen römischen Truppen. Als Nepos von Ostrom geschickt wurde, um Westrom zu erobern, traf Glycerius die einzig richtige Entscheidung. Er gab kampflos auf. Nepos war gekommen, um Glycerius mit dem Schwert zu stürzen. Jetzt schenkt er dem Kaiser das Leben.
Nepos wollte zumindest den Anschein der Legitimität. Er wollte mit der Unterstützung des oströmischen und dem Einvernehmen mit dem weströmischen Kaiser den Thron besteigen. Glycerius sollte abdanken, weil er in Nepos den besseren Mann für das Amt sah. Auf seinen Befehl hin wird Glycerius zum Bischof ernannt und ins Exil weit ab von Rom verbannt. Als Nepos im Juni 474 zum Kaiser Westroms gekrönt wird, jubeln Orestes und Odoaker ihm zu. Die beiden ehrgeizigen Männer übertragen ihre Treue ohne Zögern auf den neuen Kaiser. Als Römer glaubt Orestes immer noch an Rom und dass er in der Lage ist, es zu schützen. Odoaker hingegen scheint erkannt zu haben, dass es ein Rom nicht mehr gibt. Als die Würfel über das Fortbestehen des Reiches fallen, gibt es dort zwei sehr fähige Männer mit unterschiedlichen Vorstellungen. Nepos hebt den Römer Orestes und den Goten Odoaker in die höchsten Ämter bei Hof und überträgt ihnen sehr viel Macht. Als er Orestes und Odoaker zur gleichen Zeit beförderte, ihnen damit gleiche Macht oder zumindest gleiche Anerkennung verlieh, sägte er an seinem eigenen Stuhl. Denn beide waren willensstarke Persönlichkeiten mit großen Fähigkeiten. Aber die Politik bei Hof tritt bald hinter Dringlicheres zurück. Die unablässigen Einfälle der Goten in das letzte, noch übrig gebliebene gallische Territorium des Weströmischen Reiches. In der Glanzzeit des Römischen Reiches blühte und gedieh diese Region, etwa die heutige französische Provence. Doch in den 70er Jahren des 5. Jahrhunderts ist sie ständigen Angriffen der Goten unter König Eurich ausgesetzt. Der ehrgeizige, expansionistische König der Goten beschloss, dieses Gebiet im heutigen Südfrankreich anzugreifen, das ihm noch nicht gehörte. Damals war die Macht dieser Goten sehr groß. Das war Teil einer Entwicklung, durch die Roms gallische Gebiete so lange schrumpften, bis nur noch ein kleiner Streifen übrig blieb, entlang der Küste des heutigen Südfrankreich. Die Goten legen die provenzalischen Dörfer in Schutt und Asche. Gnade kennen sie nicht gegenüber ihren hilflosen Opfern. So zwingen sie den schwachen, an der Grenze stationierten römischen Legionen den Krieg förmlich auf. Die schlecht ausgerüsteten, unvorbereiteten kaiserlichen Soldaten haben keine Chance gegen die Westgoten. Die Goten sind besser organisiert. Ihr Königtum scheint stärker zu sein. Sie konnten mehr Truppen mobilisieren, die mit allen Wassern der Kriegskunst gewaschen waren. Die Schlacht ist grausam. Das Gemetzel grenzenlos. Es muss etwas geschehen. Obwohl Orestes im Kampf nicht sehr erfahren ist, schickt ihn Kaiser Nepos nach Gallien mit dem Befehl, die Goten aus dem Land zu treiben. Er soll neuer Oberbefehlshaber in Gallien werden. Man fragt sich, ob das eine große Ehre ist, da ja nicht mehr viel von Gallien übrig ist, das zu befehligen wäre. Was als Ehre erscheint, ist möglicherweise nur ein Abstellgleis. In seinem Lager in Norditalien versucht sich Orestes in militärischen Strategien. So will der frühere Diplomat Odoaker und Nepos ins Abseits stellen. Er bietet seinen Söldnern einen Handel an. Er verspricht ihnen wertvolles Land auf der italienischen Halbinsel, wenn sie mit ihm gegen Kaiser Nepos ziehen. Wir wissen, dass Orestes gegen Nepos rebelliert. Statt dem Kaiser zu folgen, versucht er, die Macht an sich zu reißen. Was hatte diese Kehrtwendung bewirkt? Orestes träumte wohl davon, Roms Größe wiederherzustellen. Orestes überlässt Gallien den Goten und führt seine Armee aus dem Quartier in Norditalien zurück nach Rom. Als Kaiser Nepos von dieser Invasion erfährt,
flieht er nach Ravenna. Im August des Jahres 475 marschiert Orestes in Ravenna ein und befiehlt seinen Truppen, die Stadt nach dem Kaiser zu durchkämmen. Die Legionäre fallen über Ravenna her, terrorisieren seine Bewohner und vernichten deren Eigentum. Entweder hat Orestes geglaubt, Nepos verkaufe das Römische Reich an die Barbaren, oder er hatte den grenzenlosen Ehrgeiz, selbst die Herrschaft über Rom zu erlangen. Doch selbst unter Androhung der Todesstrafe gibt niemand das Versteck des Kaisers preis. Kaiser Nepos muss heimlich aus der Stadt fliehen, wie der Chronist Jordanes im 6. Jahrhundert berichtet. Nepos floh nach Dalmatien. Seiner Macht beraubt, lebte er kümmerlich als einfacher Bürger in eben der Stadt, in der der vertriebene Kaiser Glycerius Bischof geworden war. Nepos ist bald weg. Er ist im Exil, bleibt im Exil. Bis 480 nennt er sich Kaiser. Einige Historiker lassen ihm die Ehre zuteilwerden, der letzte Kaiser Westroms zu sein. Doch Kaiser ist er schon lange nicht mehr. Nepos ist von der Bühne abgetreten. Weil er über Legionen verfügt, glaubt Orestes, dass er einem in Anarchie versinkenden Reich die Ordnung wiedergeben könne. Doch überraschenderweise besteigt nicht Orestes selbst den Thron, sondern ernennt seinen jüngsten Sohn Romulus Augustulus zum Kaiser. Orestes glaubte, dass die römische Oberschicht ihn nicht als Kaiser akzeptieren würde, weil er in der Fremde aufgewachsen war und am Hunnenhof gedient hatte. Sie würden jedoch den reinblütigen Römer Romulus als ihren Kaiser anerkennen. Das würde ihren Vorstellungen von Tradition entsprechen, egal wie bedeutungslos das im Hinblick auf die wahren Machtverhältnisse ist. Der Junge bleibt in der gut geschützten Stadt Ravenna. Er steht unter dem Schutz seines Onkels Paulus. Romulus wächst noch heran. Es mangelt ihm an Reife. Daher sein Name Augustulus, kleiner Augustus. Für seinen Vater ist Romulus nur eine Marionette. Orestes wird das Reich regieren und am Ende seinen Nebenbuhler Odoaker ausschalten, um selbst der mächtigste Mann in Rom zu werden. Stolz und blasiert ignoriert Orestes die Verpflichtungen gegenüber seinen Soldaten. Sie haben ihren Teil des Vertrages eingehalten, Nepos abzusetzen. Jetzt wollen sie mit Land bezahlt werden. Sie wollen sich in Italien niederlassen, auf römischem Gebiet, dem Besitz von Senatoren. Orestes ist Römer genug, um zu wissen, dass das überhaupt nicht in Frage kommt. Seine Antwort? Nein. Orestes konnte die Soldaten nicht bezahlen. Für die Soldaten jedoch bestand der Zweck eines Kaisers darin, sie zu entlohnen. Als Orestes, der eigentliche Herrscher hinter dem Thron seines Sohnes, weder mit Geld noch mit Ländereien aufwartet, gibt es für sie nur eine Antwort. Schafft uns diesen Kaiser vom Hals und ersetzt ihn durch jemanden, der uns gibt, was wir wollen. Mithilfe seiner Leibgarde entkommt Orestes. Doch er schätzt die Entschlossenheit dieser Männer falsch ein, die jetzt auf Rache sinnen. Um ihr Ziel zu erreichen, wenden sie sich an seinen größten Rivalen, den Goten Odoaker. Verständlich, dass die Soldaten sich einen anderen suchten. In diesem Fall Odoaker, von dem sie sich die Erfüllung ihrer Forderungen versprachen. Odoaker war Germane. Er hatte sicherlich weniger Skrupel, ihnen Geld oder Land zu geben, von wem auch immer, um sie glücklich zu machen. Die Soldaten machen Odoaker ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Sie sagen ihm, wenn du uns dieses Land besorgst, machen wir dich zum König. Wie hört sich das an? Ganz gut hört sich das an. Sie werden sich einig und Odoaker scheint für sie ein echter Anführer gewesen zu sein. Gemeinsam machen sie sich daran, die Herrschaft des Orestes im Reich zu zerschlagen. Nun wird sich Odoaker dafür rächen, dass Orestes gewagt hatte, die Macht in Rom an sich zu reißen.
Sie beginnen, einzelne Städte in Italien zu plündern. Die Aufzeichnungen berichten von Plünderungen Tag für Tag. Den Reichen wird ihr ganzes Geld abgenommen. Nachdem sie ihr Leben für ein Reich aufs Spiel gesetzt haben, das nicht einmal ihr eigenes ist, halten die fremden Söldner die Zeit für gekommen, Rom mit Blut zahlen zu lassen, was es weder mit Geld noch mit Land bezahlen kann. Stellen Sie sich vor, Sie sind Soldat und Sie müssen von einem mageren Sold leben. Und dann fällt ein Zahltag aus. Einmal, das ließe sich noch ertragen, aber zwei, drei, vier Zahltage hintereinander, dann sind Sie am Verhungern. Wären Sie danach noch einer Armee in Treue ergeben, die Sie verhungern lässt? Odoaker freut sich über die Möglichkeit, endlich seine Machtansprüche über Rom geltend machen zu können. Und über Orestes. Was im Jahr 476 vor sich geht, ist eigentlich kein Krieg. Es gibt keine große Schlacht, keine Belagerungen. Es gibt nur Soldaten, die am Verhungern sind und versuchen zu überleben. Um zu überleben, setzen sie alles auf eine Karte. Töten ist ihr Brot. Und so machen sie jeden nieder, der ihnen in den Weg kommt. Es wird geplündert, gemetzelt, vergewaltigt. Als Odoaker näher kommt, lässt Orestes seinen Sohn Romulus in der Obhut seines Onkel Paulus zurück. Er selbst flieht in die norditalienische Stadt Ticinum. Orestes muss vor Odoaker und seinen Truppen nach Ticinum, dem heutigen Pavia, fliehen. Ein Text berichtet, der Bischof von Pavia habe Orestes in der Stadt Asyl gewährt. Doch selbst das Haus Gottes kann ihn nicht vor den Barbaren schützen. Orestes muss noch einmal fliehen, als Odoaker und seine Krieger in der Kirche wüten, um ihn zu töten. Odoakers Truppen stahlen all die Almosen, die der Bischof gesammelt hatte, um den Armen zu helfen. Sie brandschatzten Häuser und selbst die Kirche. Orestes muss geahnt haben, dass das Ende Westroms nicht mehr fern ist. Odoaker schert sich keinen Deut um den Fortbestand Roms. Schon früh hat er erkannt, dass es ein Rom nicht mehr gibt. Doch welche Rolle spielt er hier? Welche Macht kann er ausüben? Orestes und seine Leibgarde flüchten aus Ticinum Papiem, dem heutigen Pavia. Sie wollen Zeit schinden, um sich vorzubereiten für die unausweichliche Konfrontation mit Odoaker. Beide sind sehr stolz auf ihre Stellung und keiner gönnt dem anderen die Macht. Ein Zusammenstoß ist unausweichlich. Orestes erreicht mit seiner Armee gerade mal Placentia, das heutige Piacenza, als Odoaker angreift. Der unerfahrene Orestes hat keine großen Chancen gegen die wilde Kriegsführung von Odoakers Truppen. Es muss laut, chaotisch, blutig, gewalttätig, staubig gewesen sein. Kampfmoral, mehr noch als Training, war bedeutsam dafür, wer gewinnen oder wer verlieren würde. Überall liegen Tote, über die man steigen muss. Verletzte schreien, andere machen sich vor Angst in die Hose. Das Reich hatte noch immer symbolische Kraft, weil es jemanden gab, der sich bis an den letzten Atemzug der kaiserlichen Herrschaft klammerte. Und das, weil er an Rettung für das Reich glaubte. Sie glaubten, das Reich existiere noch und könne bewahrt werden. Als Historiker wissen wir heute, dass das nicht mehr möglich war. Orestes will sich das nicht eingestehen und kämpft weiter.
Er und Odoaker kämpfen bei Placentia um die Vormachtstellung, wie einst im Thronsaal in Rom. Odoaker und Orestes sind die beiden herausragenden Persönlichkeiten des Westreichs. Auf ihren Schultern liegt die Zukunft Roms. Beide hätten einvernehmlich handeln müssen, hätten Kompromisse schließen müssen. Sonst kommt es zur Gewalt. Und so geschah es auch. Es ist ein brutaler Kampf um Leben und Tod. Am Ende der Schlacht unterliegt der Römer dem stärkeren Goten. Wir wissen nicht genau, was geschah, als Odoaker Orestes ergriff. Vielleicht war das Ende schnell und brutal, ohne viel Federlesens, auch ohne eine feierlich gestaltete Beisetzung. Orestes musste verschwinden. Ich bin sicher, seine Tötung geschah schnell, endgültig. Als Sieger ziehen Odoaker und seine Truppen nach Ravenna, um das letzte Geschäft zu erledigen, das noch erledigt werden muss. Romulus Augustulus, den letzten Kaiser des Weströmischen Reiches. Der 12-jährige Kaiser und sein Onkel Paulus wissen noch nichts vom Tod des Orestes. Sie sind nicht vorbereitet, als Odoakers Krieger einen mörderischen Schlag gegen sie führen. Als Odoaker in Ravenna einfällt, kann Romulus dem wenig entgegensetzen. Aber Paulus, dem der Schutz seines Neffen obliegt, versucht den Jungen zu beschützen. Odoaker tötet Paulus, dann nimmt er sich den Kaiser vor. Entsetzt flieht der Junge, die Todesschreie seines Onkels im Ohr. Der letzte römische Kaiser, gefangen wie ein verängstigtes Tier, kann sich vor den Schwertern seiner Feinde nicht verstecken. Es gibt kein Entkommen. Romulus ist eine reine Galionsfigur. Odoaker hat eigentlich keinen Grund, ihn umzubringen. Der rücksichtslose Kriegsherr macht eine überraschende Kehrtwende. Er lässt den Knaben am Leben und schickt ihn ins Exil. Indem er ihn am Leben lässt, will sich Odoaker den Anschein der Güte geben und den Römern zeigen, dass er sich wie ein gerechter Souverän zu geben weiß. Im Sommer des Jahres 476 wird Odoaker der erste nicht-römische Herrscher über Italien. Odoaker ist jetzt König, nicht König von Italien oder des Römischen Reichs. Er ist gerade mal König dieser Kerle, dieser bunt zusammengewürfelten Bande, die nun die römische Armee darstellt. Odoaker ist König, nicht Kaiser. Das Weströmische Reich hat aufgehört zu existieren, mehr als 1000 Jahre nach der Gründung Roms. Von nun an gibt es keinen Kaiser mehr in Westrom, aber einen König. In Konstantinopel herrscht noch immer ein Kaiser, aber der hat keine Macht über den Westen. Im politischen Sinne hat sich ein tiefgreifender Wandel vollzogen. Bald erreicht die Nachricht vom Ende Westroms den neuen oströmischen Kaiser Zeno in Konstantinopel. Die Boten überbringen eine Nachricht, vor der man sich im Osten seit langem gefürchtet hat. Auf ihren Armen die Wahrzeichen der kaiserlichen Macht. Odoaker befiehlt Romulus ein Letztes. Bevor Romulus in aller Form auf den Thron verzichtet, schickt er im Namen des Senats und des Kaisers von Rom eine Gesandtschaft nach Osten, die die kaiserliche Würde Konstantinopel anträgt, mit dem Wort, der Westen brauche keinen Kaiser mehr. Mit einem Germanenkönig über Italien werden die Symbole römischer Herrschaft nicht mehr benötigt. Wir wissen, dass Odoaker öffentlich bekannt gab, er werde weder die Purpurrobe noch die Goldkrone tragen, die damals die Kaiserwürde versinnbildlichten. Er brauchte diese Dinge nicht. Odoaker stellte etwas Neues dar. Er war König im Westen, nicht Kaiser. Die Gewänder und Kronen und Juwelen des weströmischen Kaisertums gehörten nun dem Kaiser im Osten. In seinen Händen sind sie nicht länger Ausdruck von Macht und Prestige, sondern von Niederlage und Verlust. Odoaker schließlich gibt den Familien der fremden Soldaten das Land, für das ihre Männer gekämpft haben.
Der Westen ist nun vollständig in seinen Händen. Odoaker hielt das Versprechen, das er den Soldaten gegeben hatte. Er gab ihnen, was ihnen zustand. Er stand zu seinem Wort bei denen, die ihn unterstützten. Für das neue politische Gebilde war die Zuwanderung vor allem von Frauen und Kindern fremder Völker wirkungsvoller als alle Armeen und alles Kriegsgerät. Rom verdankte seinen Aufstieg der Aufnahme von Fremden. Es förderte die Einwanderung. Am Ende aber, als die Barbaren in Scharen einfielen und zum Römischen Reich gehören wollten, waren sie den Römern aus vielerlei Gründen nicht mehr willkommen. Das Unvermögen, aus der Zuwanderung der Fremden eine Quelle der Stärke zu machen, war eine der bedeutenden Ursachen für den Untergang des Römischen Reiches. Das Reich fiel. Doch an abgelegenen Städten wie Klöstern und Bibliotheken wurde das umfängliche Wissen und kulturelle Erbe, das Rom hervorgebracht hatte, auf großartige Weise geborgen und so gerettet. Rom dauerte als Idee fort, weil dort, wo man Wert auf Lehre, Bildung und Bücher legte, das Römertum, die klassische römische Literatur und Kultur als Grundstein zivilisierten Lebens gesehen wurden. Das Römische Reich hat vor allem uns im Westen sehr viel vermacht. Viele Einrichtungen, viele Begriffe. Die Sprachen, die wir sprechen, zeigen alle den Einfluss Roms. Es ist um uns herum. Wir können uns dem römischen Erbe nicht entziehen, so sehr wir es auch versuchen mögen. Daher hat es so viel Gewicht. Von der Republik über das Römische Reich bis zu seinem Fall. Rom hat den Westen inspiriert. Roms Kultur überlebte Jahrhunderte des Krieges, der Verfolgung, des Verfalls und der Pest, nur um leise und langsam durch die Hand eines einzigen fremden Soldaten zu sterben. Es gibt eine romantische Haltung, nicht unberührt zu bleiben vom Niedergang Roms, vom ganzen Römischen Reich. Es hatte sicherlich an der Entstehung der modernen Welt entscheidenden Anteil. Aber machen wir uns nichts vor, das liegt 1500 Jahre zurück. Warum sollte uns das noch etwas angehen? Die Antwort ist ganz einfach. Es geht uns etwas an, weil in Rom all die wunderbaren Seiten des Menschseins verkörpert sind, wie auch dessen schreckliche Seiten. Wenn wir diese Dinge sorgfältig untersuchen, verstehen wir manches. Vielleicht können wir das Gute zum Vorbild nehmen und das Schlechte meiden.